einem packenden Mehlmühlensrennen setzte sich der von Andreas Wöhler trainierte Poetic Dream gegen den Briten Lockheed durch. Innen mobilisierte Siegjockey Eduardo Pedrosa auf dem Poets Voice Zone alle Kräfte. Nun könnte es für den Sieger in die Top-Rennen von München oder Hoppegarten gehen. Besser hätte es ja kaum laufen können. Heike Bischof Lafrenz feierte am Sonntag Geburtstag und dann gewinnt auch noch der in ihrem Besitz stehende Görlsdorfer Space Cowboy nach langer Pause gegen den sich stark präsentierenden Boscaccio. Nun könnten für den Cowboy in Zukunft auch wieder ganz andere Rennen auf der Agenda stehen. Das war eine Empfehlung für den Henkelpreis der Diana. Andreas Wöhler sattelte am Samstag mit Megera die Siegerin im BMW-Preis Düsseldorf auf Listenebene. Nach einem Rennen vom vierten Platz aus war Eduardo Pedrosa mit der Motivator-Tochter Mitte der Geraden zur Stelle, zog mit großer Übersetzung an die Spitze und behauptete auf der Linie einen leichten Vorteil von 1¼ Längen gegen die stark endende, favorisierte Alicante.